Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Opening-Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Mein Name ist Maxi und wir wollen es heute probieren, beim neuen Super Dokkan Festival Banner sehr geile Karten zu ziehen. Es gibt nämlich zwei Stück, einmal für die Super Character und einmal für die Extreme Character, hier mit dem Zamasu, der die Möglichkeit hat, sich zu transformieren, und das macht ihn ziemlich cool. Tatsächlich aber von beiden Varianten, die es jetzt gibt, also Zamasu für Extreme oder Trunks für Super, würde ich tatsächlich bei Trunks bleiben wollen, weil ich den halt ziemlich gut finde. Damit ihr aber seht, was hier abgeht: True Power of a God. Da haben wir den AGL Extreme Zamasu, die Special-Fähigkeit, sich hier nochmal weiterzuentwickeln oder zu fusionieren. Und zwar mit Goku Black. Dann geht's ab zu Fusion Zamasu. Schaut auch ziemlich fett aus. Dadurch werden die Fähigkeiten natürlich nochmal gepusht. Seht ihr immer dadurch, dass der Text sich hier unten neu einfärbt. Und er kann auch nochmal ein letztes Mal mutieren. Und zwar in diese Form. Und so kennen wir ihn. Es gibt auch schon Karten zu ihm, wo er genau so ausschaut. Und er macht halt einfach brutal viel Damage mit Divine Hammer. Kann man sich hier nochmal ein bisschen genauer anschauen, die Karte. Schaut super krank aus. Also die Karte an und für sich, der Charakter an sich ist ziemlich irre. Viele kennen das vielleicht aus der Serie von Dragon Ball Super. Da war er mit vertreten in seiner eigenen Arc, in der Goku Black Arc. Aber der Unterschied zum Manga ist schon extrem. Also falls ihr das gesehen habt, ja, könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, was euch besser gefallen hat, der Manga oder Anime. Aber der ist schon ziemlich, ziemlich cool, der Junge hier. Fused Fighter natürlich, weil sich zwei Leute vereint haben. Big Bad Bosses, wir haben Godly Power. Fierce Battle, so die klassischen Dinge. Und seine Fähigkeit hier ist halt Ki plus 4, Attacke plus 280% und reduces Receive Damage by 20. Okay, passt soweit. Superclass Allies minus 10% ATK. Das hat auch der normale Merch Zamasu gemacht, der Extreme Tech One. Der war ganz okay. Was wir aber primär sehen wollen, ist tatsächlich diesen hier. Den Future Trunks, der ist super, super nice. Vor allem, wenn er sich hier dann auch transformiert, hat er selbige Geschichte, ja, die Möglichkeit, zweimal sich zu verändern, hier nochmal den Boost zu erhalten. Und der Junge ist halt einfach auch krank wie Sau. Ja, also er ist auch ein guter Charakter für Future Saga natürlich, als Leader, dafür ist er gedacht. Damit ist die Super Battle Road eigentlich auch schon ein Witz irgendwo mit ihm. Und er hat hier die Fähigkeit, Attacke plus 30% und Verteidigung plus 10%. Mal der Anzahl der Ki, die wir einsammeln. Also der kann hoch stacken auf jeden Fall. Er ist effektiv gegen jede Art, also Rainbow-Type quasi. Und randomly changes Ki Spheres of a certain type, Tech excluded. Okay, also er wandelt eigentlich das Feld komplett zu Tech um und dann rasiert er wie blöd, ja. Wenn das ganze Feld aufnimmt, für jedes 30% ATK bekommt. Also Leute, ernsthaft, dann ist halt vorbei. Super Saiyan, Golden Warrior, genau, das passt. Prepared for Battle ist ein sehr wichtiger Link, den teilen viele der Super... Der sehr guten Charakter auch. Macht Ki plus 2, sowas wollen wir immer gerne sehen. Genauso wie Fierce Battle, macht einfach den Angriff nochmal 15% stärker. Golden Warrior, Ki plus 1, auch immer interessant zu sehen. Also er passt auch in sehr viele gute Kategorien. Den wollen wir primär sehen. Und hier gibt es jetzt wieder mal ein paar super Special Banner. Es gibt dann auch Tickets. Wir starten einfach mal los und steigen wir mal mit den Extreme Types ein. Es gibt hier viele gute Karten. Wie gesagt, wir hatten einige davon schon selber gezogen in älteren Sessions, beziehungsweise bevor ich angefangen habe, die Videos hier zu machen. Also ich kenne den Großteil der Karten schon, aber ich habe sie leider noch nicht alle gezogen. Schauen wir einfach mal, was heute dabei rauskommt, wenn wir hier diese ganzen Summons machen, auch die reduzierten. Ja, weil es ist so Step-Up-mäßig, drei Summons, eine umsonst. Für eine bestimmte Zeit. 10 Karten kommen jetzt. Zamasu, die Standardformen, die wir schon kennen. Zabon, okay, nichts Außergewöhnliches. Wir werden jetzt öfter Zamasu sehen bei den Extreme-Bannern. Ja, und wir werden Trunks öfter sehen bei den Super-Bannern. Einfach dafür, um die Super-Attacke von dem eigentlichen, den wir haben wollen, zwar von den neuen Versionen, hochzuleveln. Okay, schauen wir weiter. Ja, schon wieder Zabon. Leider. Okay, immer noch nichts. Freezer Second Form. Okay, schade. Außer... Und wir ziehen tatsächlich eine gute Karte. Der ist tatsächlich gut. Margin Boost, Strength, hat eine gute Weiterentwicklung, also ein Dokkan Awakening. Der ist der Int. Hellfighter 17, bin ich nicht so ein großer Fan von. Alte Karte, ich glaube, habe ich den schon gerainbowt? Ich bin mir nicht sicher. Aber wichtig bei der Geschichte, wenn ihr hier eine Summon durchführt, dann bekommt ihr zusätzliche Boni. Und zwar bekommt ihr Dokkan Festival Coins, diese roten Coins hier oben mit dem Shenlong drauf. Die könnt ihr einsetzen im Barbershop hier unten rechts, um euch spezielle Karten zu holen. Ihr braucht aber, und nicht erschrecken, ihr braucht 400 Stück teilweise, ja. Also ihr braucht dann schon echt, 400?
250 bis 400 unterschiedlich, glaube ich. Das dauert, bis man die gesammelt hat. Dasselbe gibt es dann auch mit blauen Coins und mit den, sind es gelb, gold, grün, weiß ich jetzt nicht mehr, welche Farbe das war, gibt es auch nochmal separate Coins. Und da könnt ihr zum Beispiel auch LR-Karten euch holen. Aber ihr müsst natürlich viele Summons machen, viele Stones haben und dann geht es irgendwann vielleicht mal. Und ihr bekommt hier Tickets. Auch hier für ein Ticket könnt ihr eine Summon machen, für 10 eine Multi. Also soweit so gut. So, nächster Summon auch nochmal vergünstigt für 35 Stones. Das ziehen wir jetzt einmal auf beiden Seiten durch, für Extreme und für die Super Character. Und hoffentlich ziehen wir hier den Bad Boy, der hinter mir ist. Ich würde ihn einfach gerne haben. Oh, oh, oh! Fusion Time! Yes! Fusion Time ist schon mal ein garantierter Featured Character. The question is, which one? Welchen werden wir... Ach, come on! Da ist er schon! Da ist er schon! Yes! Der neue Zamasu AGL, der ist so, so gut. Intoxicated with the execution of justice. Ooh, damn, brother. Okay, das wollte ich natürlich sehen. Oh, wie gut. Endlich mal wieder eine neue Karte und wir ziehen sehr viele von diesen SR-Zamasus. Ich habe auch schon viele aufgehoben in weißer Voraussicht, dass er irgendwann kommt. Um die Superattacke relativ kostenlos auf 10 zu leveln. Denn dafür möchte ich keine Elder Kais oder irgendwelche anderen Charakter verwenden. Um die Superattacke garantiert um 1 zu erhöhen. Okay. Läuft schon mal gut. Geil. Zweite Multi und wir haben ihn schon gezogen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt aufhören müssen. Ich will ihn natürlich öfter ziehen. Ja, mindestens einmal noch. Und wir ziehen hier noch einen. Ist ein alter Tech, glaube ich. Ein sehr alter Final Form Cooler. Lange nicht mehr gesehen, den Jungen. Aber halt doch die Luft an. Da ist er direkt. Geil. Sehr, sehr geil. Ich habe jetzt nur seinen letzten Leader-Skill geskippt für Ram of Gods. Key plus 3, Attacke und HP 170%, Defensive 130% oder für Extreme Class allgemein 120% plus. Vollkommen in Ordnung. Power bestowed by God. Passt. Godly Power. Ist mein Future, Fear and Faith, Fierce Battle. Okay, sehr, sehr nice. Gefällt mir gut. Schön, dass er da ist, ne? 45 für die nächste Multi. Aber wir haben halt echt eine Fusion reingehauen auch noch, ne? Schön. Super Saiyan und Rainbow. Let's have a look. Was wird jetzt kommen? Daumen sind gedrückt. Geht nicht höher als Super Saiyan 2. Erstmal vollkommen in Ordnung. Aber. Was kommt jetzt? Freezer Second Form. Also generell mit den neuen Charakteren möchte ich natürlich auch dann versuchen, neue Decks zu bauen. Das ist immer so, ja, das Ziel bei den Summons, dass wir uns ein paar neue Karten holen können, weil die halt einfach für neue Teams wichtig sind. Das, was mich bei den Androids zum Beispiel ein bisschen geärgert hat, wir haben die leider nicht gezogen, die letzten LR-Androids, und die sind halt super cool als eigene Leader, weil die super hart pushen können auch. Aber gespielt wird die Karte effektiv, glaube ich, nicht so. Die meisten sparen sich das Ganze hier noch ein bisschen auf, bis dann Kayle und Khalifa kommen. Weil die halt einfach mega nice sind und okay. Fast, ich dachte schon. Ne? Jetzt merke ich auch gerade, dass mein Ingame sich ein bisschen verschoben hat. Na, kriegen wir das? Ja, das schaut doch ganz gut aus. Wunderbar. Ja, schade. Aber die Dame hier müsste ich, glaube ich, auch schon öfter haben. Das müsste passen. Habe ich die schon gerainbowt? Ich habe sie auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe sie noch nicht gerainbowt. Ich habe noch ein bisschen gewartet. So, und jetzt kommt der Free Summon. Und damit sind wir erstmal für den Extreme Banner durch. Tatsächlich möchte ich nicht noch mehr Stones da reinballern. Da ich mich primär auf den nächsten LR Banner vorbereiten möchte. Weil da kommen dann natürlich, und ich hoffe, sie kommen dann noch wirklich, LR, Kayle und Khalifa. Das ist somit die geilste Karte. Ja, Waifu-Karten sowieso, die sind extrem stark. Ich liebe einfach diese Kombi von beiden. Und wenn dann nochmal eine neue Kefla kommt, auf jeden Fall bin ich am Start. Da haue ich dann gerne auch mal ein paar mehr 100 Stones raus, um mir die zu holen. Gut, wir bleiben aber nach wie vor bei Zamasu. Da kommt noch nichts Neues. Wir ziehen ihn selber als SR schon häufig, damit wir ihn dann später benutzen können. Das werde ich dann offscreen machen. Wir ziehen Freezer ein paar Mal. Den Boy brauchen wir nicht mehr. Oh, eine SSR-Karte. Die habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Der kann, glaube ich, die Supertext zielen. Jupp, da unten stand es gerade. Das passt. Dodoria, nix. Ginyu, nix.
Dann haben wir den Hellfighter 17, haben wir auch schon gesehen, brauchen wir nicht. Und nochmal denselben Cell. Okay, muss ich mal gucken. Hatte ich dich nicht sogar schon einmal? Ja, hatte ich schon einmal. Der kann sich auch nochmal weiterentwickeln. Ich habe das Pendant dazu, und zwar den Freezer, der in der Hölle ist, in der GT-Serie. Den habe ich, glaube ich, ich habe zumindest genug Versionen von ihm, um ihn zu rainbowen. Das schon. Ich muss nur seine Super-Attack hochleveln. Da bin ich noch nicht daran. Habe ich zumindest noch nicht gemacht. So, jetzt aber. Auf der gegenüberliegenden Seite, dort drüben in der linken Ecke, sitzt er. Der Future Trunks, den wir unbedingt haben wollen, weil er eigentlich der Grund ist, dass ich diesen Banner... Nein. Oh, es kommt schon wieder eine Fusion. Oh, come on, bitte. Featured Character. Wenn, dann lass es bitte Trunks sein. Bitte, bitte, Bro. Bitte, wie geil wäre das denn? Beide zu ziehen sogar. Okay. Nummer 2, noch nix. Nummer 3, wieder Gohan. Nummer 4, Krillin. Vegeta. Nummer 6, schon wieder Krillin. Ah, komm, mach nicht den. Oh. Oh, Physical Vegeta Blue. Bro, dich habe ich schon gerainbowt. Und das schon vor Ewigzeiten. Nein, dich wollte ich nicht sehen. Sei bitte nicht mein Featured. Also, er ist Featured, das weiß ich. Aber es soll nicht mein Oh, come on. Letzte Karte, Trunks. Bitte, bitte, bitte. Ja. Danke, Bro. Yo. Okay. Es ist zwar nicht der Trunks, der da drüben ist, aber es ist ein Son Goku, der wahnsinnig gut ist. Der wird noch ein Easy A bekommen. Und dann ist der brutal gut. Der kann stunnen wie blöd. Der haut Crits links und rechts raus. Der ist richtig, richtig nice. Der hat hier jetzt schon, ihr seht es unten, High Chance to Stun the Enemy. Und wenn der dann sich weiterentwickelt hat oder sein Easy A bekommen hat, dann geht er halt krank ab, der Junge. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass der hier nochmal ein Team rocken wird und auch für einige Events sehr, sehr wichtig sein wird. Okay, wir bleiben dran. Vielleicht passiert jetzt noch was. Bin sehr gespannt, ob uns hier Ultimate Gohan unterstützt bei der nächsten Summon. Wir gehen auf Super Saiyan 3. Nicht mein Greenscreen hier wegfeuern. Als erstes kommt Nail. Wir mögen ihn. Wir haben ihn bei Legends auch schon gefeiert. Er ist ein guter Junge. Hat auch Piccolo gut unterstützt auf Namek. Dann, Videl ist am Start. Yajirobe, Nummer 3. Dann, Fighter Trunks. Super Saiyan Trunks Future. Okay, soweit in Ordnung. Nail. Nummer 6, glaube ich, ist jetzt Goten. Dann haben wir Whis. Noch nichts. Wo ist Trunks? Shugesh. Bro, dich kennen wir schon. Dich wollen wir nicht. Oh, Supreme Kai. Komm, letzte Karte. Ah, Super Saiyan Blue, auch Physical. Der Old One. Kriegt der ein Easy A? Kann das? Weil ich bin mir eigentlich recht sicher, dass diese ganzen alten Karten irgendwann mal ein Easy A bekommen müssen, damit die wieder gespielt werden. Der ist eigentlich hauptsächlich als Leader gedacht für, ich glaube, so Nuke-Teams, die sagen, je mehr Physical-Sphären du einsammelst, desto mehr Damage machst du. Das ist eher so für Events gedacht, für so ein paar Showcases, aber na, ich glaube, selber ist er nicht so der Knüller. So, nächste Multi. Gehen nur zu Super Saiyan 2. Heißt aber noch nichts. Vielleicht kommt jetzt, nachdem hier Fascia am Start ist und noch ein Trunks aus GT, vielleicht kommt auch dann mal der Neue. Das ist halt die Karte, die eigentlich jeder haben möchte, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, weil der neue Trunks ist richtig, richtig pervers. Super geiler Leader für das Future Team. Seine Fähigkeit ist extrem stark. Er wird irgendwann so viel Defensive haben, dass man ihm halt nichts antun kann. Heißt also, fürs Legendary Goku Event ist der Junge brutal gut. Intelligence Godku. Auch eine alte Karte. Davon hatte ich noch nicht so viele. Das heißt, es ist sehr gut, dass wir ihn gezogen haben. Dann kann ich ihn weiterentwickeln bei mir im Team. Und Spirit Bomb Goku. Schöne Karte. Leider nicht so der Knüller. Ist auch ein New Character. Der hat ein Dokken Awakening bekommen. Oder hatte eins schon. Den habe ich auch schon zweimal. Aha, Tatsache. Und was macht der Bro? Er macht Attacke plus 20% pro Strength Key. Die Sphäre, die er einsammelt. Und er recovert Leben, wenn er Süßigkeiten frisst. Es gibt wirklich Maps, da sind die Sphären dann Süßigkeiten. Nicht fragen, gibt es. Genau, aber nee, Tatsache, nicht so knorke, wie ich dachte. Aber immerhin 20%. Einfach so für jede Sphäre, da geht schon einiges, wenn man das Feld entsprechend vorbereitet. Vegeta kommt. Vegeta bringt aber nicht immer eine garantierte Fusion. Da gibt es ja diese 1000 Konstellationen und es ist eine.
Und es ist wieder der Regirock. Der Regular Agility, den wir kennen, also den normalen Vegito. Und jetzt muss es passieren. Come on, es ist der letzte Summon. Bitte, 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 bring mir Trunks. Nummer 1. Kommt noch nicht. Muten Roshi oder Master Roshi kommt. Krillin ist am Start. So, die Family wächst um Goku herum. Schon wieder Physical Vegito Blue. Nope. Ich hatte dich schon. Aber wenn der sein Easy A bekommt, dann ist halt vorbei, weil der ist richtig, richtig nice. Bei mir ballert er im Schnitt 5 Superattacken hintereinander raus. Ich habe dem so viel Additional gegeben. Und der hat auch so durch... Yes, da ist er! Yes, da ist er! Good boy! Ja, Mann! Oh, wie gut! Letzte Summon! Es musste sein! Es musste sein, dass er kommt! Damn it! Oh, damn it, Bro! Yo! Schön! Okay! Aber der Summon ist ja noch nicht durch, da kommt noch was. Aber ich bin jetzt schon mehr als zufrieden, Freunde. Wir haben es tatsächlich geschafft, beide Charakter zu ziehen aus dem neuen Banner. Und wir haben nicht zu viele Summons gebraucht. Ja, ich muss sie auch nicht zwingend Rainbow Starren, aber ihn einfach zu haben ist schon gut. Und es kommt noch eine alte Physical Bulma, auch so ein Peppy Girl Charakter, den man haben kann, aber nicht haben muss. To be honest, aber look at him. Der ist halt so gut. Und ich habe schon alles vorbereitet. Nahezu alles. Ich muss noch sein Event durchspielen. Das können wir vielleicht in einem Livestream oder so machen. Wir müssen es halt 11-mal durchspielen. Und das auch bei Zamasu hinter mir. Dann können wir ihn erwecken. Das wollen wir natürlich auch machen, denn der Boy ist richtig, richtig nice. Schauen wir nochmal kurz auf ihn drauf, was er so macht. Future Team macht der Ki plus 3. Attacke und Leben 170%, Defensive 130% oder Superclass quer durch die Bank. Ja, Ki plus 3 und alles andere 120%. Das ist schon mal gut. Dann macht er immense Damage und raised seine Angriffskraft. Das wollen wir auch immer wieder gerne sehen. Was er aber auch macht, ist das hier. Attacke und Defense 100% plus und er verwandelt sich, wenn spezielle... warte mal, wo ist er? Ach, was suche ich hier, genau. Wenn spezielle Szenarien eingetroffen sind. Und zwar, hier, erste Verwandlung. Komm, geh auf, du Text. In der dritten Runde... Nachdem der Kampf begonnen hat, verwandelt er sich in die Super Saiyan-Version. Das ist er. Dadurch verwandelt sich auch, oder verändert sich auch sein Angriff. Er macht nämlich Attacke und Defense 120 plus und Ki plus 1 für und weitere 10% auf Attacke und Defense für jeden Zug, der vergangen ist. Das heißt, es wird gestackt bis maximal plus 4 Ki und plus 80% für die Attacke und die Defense. Das heißt, er wird irgendwann halt einfach mal bei 200% plus sein. Für Angriff und Defense. Und 4 Ki plus, er fängt es schon mit 6 Ki Standard an, ohne jetzt die Link-Skills hier unten zu berücksichtigen, würde er da schon bei 10 sein. Er braucht 12 für die Super-Attack, also den macht er automatisch. Ja. Es kann fast nicht vorkommen, dass er sie nicht zündet. Allein mit Prepared for Battle, was ich vorhin schon gesagt habe, was fast jeder im Team haben würde, oder Golden Warrior, ist das Ding schon vorbei. Also er bringt automatisch seine Super-Attack, das ist gut. Und es gibt ja noch einen Step, den er gehen kann. Und zwar den Boost-Step. Und die heißt es... Can be activated upon entering next attack... next attacking turn. Also einmal kann er dann diesen Angriff hier einsetzen. Das ist dann auch nochmal was Besonderes. Verwandelt er sich für eine Runde. Attacke und Defense etwas verändert. Attacke plus 30, Defense plus 10 pro Keys 4. Und effektiv gegen alle haben wir gesehen. Und change schon das komplette Feld auf Tech. So wird es dann wahrscheinlich, also viele würde er dann einfach changen auf Tech und dann rasiert er halt einfach. Das ist halt das Geile, dass er so viel Damage dann raushaut. Die Defense ist auch super hoch mit der Zeit, haben wir gesagt, er kann auf 200% gehen. Da wollen wir ihn auch dann haben, ja, vor allem bei solchen Events wie Legendary Goku Event, weil die letzte Phase ist Intelligence. Wir sind Tech, wir sind eigentlich im Typ Nachteil. Das interessiert uns aber ab dem Moment nicht mehr, weil wir mit 200 und mehr Defense, ja allein durch den Leader Skill und vor allem von zwei Leadern, wir kriegen effektiv keinen Damage. Selbst bei einer Super Attack wird es wahrscheinlich Double Digits sein. Also GG. Mehr als geil. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, wir haben ja noch Tickets jetzt bekommen. Dadurch, dass wir einige Summons gemacht haben. Und die Coins. Insgesamt haben wir 9... Ah, okay. Wir sind knapp an der Multi. Das heißt, mit Pech werde ich doch nochmal Summons machen müssen. Und 44 Red Coins. Ja, die können wir uns dann im Shop nochmal anschauen. Aber oh, das ärgert mich. Ich kann natürlich jetzt Einzel-Summons machen, was mir aber persönlich wahrscheinlich ein bisschen zu,
Okay. Das Ding, was jetzt ist, halt, Freunde. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Der Counter bei 3, aber die kosten jetzt alle 50 und der vierte ist umsonst. Ich will aber jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal irgendwie 300 Stones hier reinballern, weil die Charakter auf dem hier jucken mich jetzt nicht mehr so krass. Ich meine, ihn wollte ich haben, weil er neu ist, das ist klar. Der wäre nice to have. Für ein spezielles Team wäre gut zu haben. Den Broly haben wir schon gezogen, Turles haben wir. Die Goku Blacks haben wir alle. Dich haben wir. Das passt eigentlich. Es wäre so nur der hier unten noch interessant, weil ich ihn noch nicht habe. Und bei denen, glaube ich, sind es zwei, die ich nicht habe. Also Trunks haben wir gezogen, das ist gut. Den Kid Goku hätte ich gerne gehabt. Den könnte ich dann Rainbow Starren, da fehlt mir nur noch einer. Den könnte ich Rainbow Starren, fehlt mir nur noch einer. Den Rest haben wir schon. Ah, ist schwer, ist schwer. Weiß nicht, sollen wir nochmal welche machen? Lasst es mich gerne wissen. Wir werden es dann in einem zweiten Video machen. Ich werde natürlich auch die Chance nutzen, nachdem jetzt wieder ein bisschen mehr Content da ist bei Dragon Ball Dokkan Battle. Ich möchte mit euch auch noch das neue Challenge-Event durchspielen. Das werde ich wahrscheinlich in einem Livestream machen. Und zwar gibt es wieder ein neues Rush-Event. Und zwar Rush-Event Nummer 9. Was ist ein Rush-Event? Das sind viele Bossgegner hintereinander, die wir ohne Continue durchspielen müssen, ja. Ist ein bisschen anstrengend, weil die Charakter natürlich immer stärker werden, die sie für diese Events wählen. Aber wenn wir es schaffen, bekommen wir 35 Stones und das werden wir auf jeden Fall rocken. Vielleicht auch schon mit einem Team mit dem neuen Trunks. Denke ich, wäre eine coole Idee. Also, Freunde, das heißt, wir probieren es bei einem zweiten Mal. Wenn ihr nochmal ein paar Summons sehen wollt zu dem Banner, lasst es mich wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn, dann würde ich primär nochmal bei dem Trunks-Banner mit reinhauen, weil ich den persönlich eher einsetzen würde als Zamasu hier oben. Der zwar echt eine super coole Karte ist, aber Trunks ist der Bro. Den wollen wir haben. Und wir werden dieses Event nochmal im Livestream zusammen zocken oder andere Events. Lasst mich gerne wissen, schreibt es in die Comments, wenn wir öfter streamen sollen. Und meine Facebook-Message muss ich in Zukunft deaktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer sehr viel Spaß beim Spielen. Macht es gut, haut euch rein. Ciao.